Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Episode 5 starten zwar in der nächsten oder der nächsten Vorstellung, und zwar geht es diesmal um die Mini Rig 3. Die Mini Rig 3 sind die neuesten Bluetooth-Lautsprecher direkt über den großen Teich. Jetzt nicht Richtung USA, sondern Großbritannien. Oh, was ist denn da los? Und zwar gibt es da ein paar Bluetooth-Lautsprecher. Da gab es ja schon die Mini Rig 2, die Mini Rig und dann die Mini Rig Mini. Die Mini Rig Mini habe ich schon mal zur WM-Zeit vorgestellt und als portables Bluetooth-Soundsystem ausprobiert. Das heißt, zwei kleine Mini-Boxen und ein Subwoofer. Jetzt stärken wir das Ganze noch ein bisschen. Wir haben dieses Mal zwei Subwoofer und zwei Mini Rigs. Das heißt, ein riesengroßes System. Wir können entweder ein 2.1 System machen oder ein 2.2 System, oder wir können auch jede Box mit einem Subwoofer koppeln und im Stereo-Modus connecten. Das heißt, die können nämlich drahtlos untereinander verbunden werden. Wie wir das Ganze machen, schauen wir uns in diesem Video an. Ich habe jetzt hier schon mal rausgeholt, was in so einer Box drin ist. Logischerweise ist das ein Mini Rig Mini. Wir gucken mal ganz kurz rein. Das heißt, das Siegel machen wir erstmal ab. Die sind auf jeden Fall gut und gerne hier angekommen. Jawohl, da ist es auch direkt zerrissen, macht aber auch nichts. Das heißt, wir drehen das Ganze jetzt hier erstmal ab. Das geht erstmal ein bisschen schwierig, denn die Boxen wollen natürlich auch erstmal nicht gleich erblickt werden. Obendrauf, das war bei der anderen Box genauso gleich, deswegen mache ich das bloß bei der einen jetzt hier nochmal, haben wir jetzt hier direkt einmal die Kabel. Wir haben natürlich gleich mal ein vergoldetes 3,5 mm Klinkensteckerkabel, welches mitgeliefert wird. Wir haben ein Mini Rig Schlüsselband, das war bei dem Mini Rig Mini nicht dabei, so wollte ich mich eigentlich ausdrücken. Was bei dem Mini Rig Mini dabei war und bei den Mini Rigs auch, ist jetzt hier der Aufkleber, wo ihr euch den draufklebt, relativ egal, da drauf zum Beispiel als Test, je nachdem. Die gibt es auch in unterschiedlichen Farben, nicht Formen, Formen immer dasselbe. Aber wir haben jetzt hier als Beispiel zum Beispiel einen Aufladestecker, das können wir an dem hier ganz gut nochmal sehen. Wir haben nämlich zwei Eingänge, das eine ist der Klinkenstecker-Eingang und einer ist gleichzeitig Eingang-Ausgang, weil wir den Subwoofer noch bedienen müssen, beziehungsweise wir können natürlich auch die untereinander per Klinkenstecker verbinden. Das heißt, Mini-Rig zu Mini-Rig und Mini-Rig zu Mini-Rig und noch ein Subwoofer dran. Alles später nochmal im Video. Wir haben hier in der Mitte die Ladebuchse. Das ist ein Rundstecker. Das war bei den Mini-Rig Mini auch schon so. Ich denke mal bei den Mini-Rig 2 und dergleichen auch. Die kann man ganz einfach laden, das heißt in ein normales Netzteil rein. Und dann hat man aber den USB-Anschluss noch nutzbar gemacht. Das heißt, man kann sowieso noch ein bisschen mehr laden. Haben wir jetzt meinetwegen ein 3 Ampere Netzteil. Die Mini-Rigs lassen sich mit maximal 1,5 Ampere aufladen. Da sieht man es. Oder hier steht, ja doch, 1,5 Ampere, genau. Dementsprechend kann man dann immer noch den Strom weiterleiten. So, dann haben wir innen drin so eine kleine Tragebox. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Dann haben wir hier noch eine Anleitung, die brauchen wir größtenteils nicht, weil da gibt es eine schöne App für. Ich habe mir jetzt gleich mal die Pre-Release-App runtergeladen, die ist eigentlich noch gar nicht richtig veröffentlicht, aber man kann sie schon testen. Die kleine Transporttasche jetzt hier, ich dachte, hier kann man das Ding irgendwo noch festhalten. Die gibt es, wie gesagt, in mehreren Farben. Ich finde die Farbe jetzt blau, sieht schon richtig schick aus, ist schon echt eine gute Farbe geworden. Also rot sieht auch richtig schick aus, muss ich auch sagen. Aber das ist, wie gesagt, alles Geschmackssache. Muss man immer sehen, welche Farben man da so direkt bevorzugt. Auch dieses Grün, was die da anbieten, ist auch schon richtig fetzig. Eigentlich hat man im Übrigen hier die Farben schon mal drauf gezeichnet. Haben sie clever mitgedacht. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier den Subwoofer. Und das Lustige daran ist, wir sehen das bei beiden. Ich packe jetzt erstmal nur einen aus, weil wir werden hinterher beide sowieso nochmal sehen. Aber wozu unnötig Zeit schinden? Das Ding wiegt ja auch ein bisschen was. Erstmal eine Seite. Das heißt, wir müssen hier erstmal versuchen, reinzukommen. Das ist wie so eine Pringles-Dose, beziehungsweise so eine Chipsette. Packung, um jetzt mal keine Marken- oder Namennennung zu machen, das ist immer schwierig. Wie soll man das machen? Ja, haben wir auch hier 3,5 mm Klinkenstecker zur Sicherheit dabei, weil man die Dinger natürlich auch alle einzeln kaufen kann. Das ist, es gibt ein Set, zwei Boxen und ein Subwoofer, aber es gibt kein Set, zwei Boxen und zwei Subwoofer. Gibt es nicht, muss man einzeln kaufen. So, an der Stelle jetzt hier, gucken wir mal rein, haben wir jetzt hier Mini Rig. Grüße gehen an der Stelle erstmal raus. Der Beefy hat das Set nämlich an der Stelle bestellt. Und ich darf es für ihn tatsächlich erstmal ausprobieren. Dementsprechend sehen wir hier auch, was da so los ist. Genauso lief es bei den Mini Rig Mini. Dementsprechend bin ich da ein bisschen gehypt. Hier hinten übrigens wieder die Tasche kann man dafür nehmen für den Ausgang. Aber damit hier keine Kratzer reinkommen, hat man diese wunderschönen... Das sieht schon gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das erinnert mich an mein allererstes Auto, was witzigerweise auch in Himmelblau daherkam. Sah fast so aus, vielleicht ein bisschen heller. Ach, ist das witzig. Was für Erinnerung. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier den fetten Subwoofer. Und tatsächlich, wir haben richtig gehört, es gibt einen Subwoofer auf Akkubasis für unterwegs. Das heißt, wir können das Ding mit diesem Teil hier zusammen als 2.1-Anlage aufbauen und können dann richtig Rums machen. Das meine ich jetzt nicht nur so, sondern es ist wirklich die Wahrheit, das haben
Mini-Rig Mini schon bewiesen, denn da ist es das System eigentlich das gleiche. Der Subwoofer hat sich nicht verändert. Nur die Mini-Rigs sind natürlich etwas größer. Die Mini-Rig Mini waren ein bisschen kleiner und die Mini-Rig sind halt, also Mini-Rig 3 sind natürlich etwas dicker. Auch hier genau dasselbe Spiel mit den Anschlüssen. Wir haben jetzt hier hinten zweimal 3,5 mm Klinkenstecker und auch den Ladeanschluss. Auch hier wieder genau dasselbe. Stecken wir dann rein und können wir dann so benutzen. Hier sehen wir das Ding, ist eine richtig fette Bassrolle. Man möge vielleicht denken, ja gut, das Teil macht jetzt nicht so viel. Aber ich war echt erstaunt, dass ein Subwoofer richtig Bass reinhauen kann. Die klingen schon wirklich sehr gut, aber dieses Gerät hier, das ist schon der Oberwahnsinn. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen, was das Teil so bringt. Aber was erzähle ich euch das eigentlich jetzt schon vorher, bevor wir das Ding überhaupt richtig ausprobiert haben? Wir können jetzt natürlich Folgendes machen. Wir können ganz normal die Mini Rig 3 verbinden und zwar mit der Smartphone-App. Da gibt es verschiedene im Play Store. Wer dann einfach mal so schnell die Mini-Rig googelt bzw. im Google Play Store sucht, der wird feststellen, dass es die Mini-Rig als Updater gibt. Das hatte ich bei den Mini-Rig Mini auch schon probiert. Bei denen, die sind ja nur gerade erst, der eine spielt jetzt ein paar Tage länger, der andere ist jetzt hinterher erst dazu gekommen. Dann die Mini-Rigs jetzt so an sich kann man dann direkt runterladen. Da wird man aber darüber informiert, dass es eine unveröffentlichte App ist. Das ist das, was ich vorhin sagte. Denn beim letzten Mal gab es die, glaube ich, noch nicht. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Da gab es hier die Older-Version, die Mini-Rig Old 1-Version. Die hatte ich damals drauf. Jetzt habe ich mir die geholt. Okay, ich denke mal, die andere Version werde ich mir dann irgendwann auch nochmal angucken. Ansonsten, wir gucken uns mal die Details an. Wir haben hier oben eigentlich nur einen Einschaltbutton. Das heißt, wir machen diesen hier. Einmal drauf gedrückt und haben auch wieder verschiedene Farben. Das ist jetzt gerade lila. Wir machen jetzt mal ganz spaßhalber hier drüben. Der ist nämlich blau. Den habe ich nämlich schon auf 30% runtergespielt. Da sieht man es. Die unterschiedlichen Farbeinstellungen bzw. was bedeutet, findet man in der App raus im Benutzerhandbuch. Ich lese mir jetzt keine Anleitung durch, kenne die Dinger schon so ein bisschen und außerdem über die App erfahrt ihr alles weitere. Das heißt, wir machen jetzt eigentlich nur Folgendes. Wir gehen jetzt hier direkt auf Bluetooth drauf. Wir verbinden jetzt erstmal noch keine zwei Geräte. Ich nehme jetzt erstmal den ein, mit dem ich jetzt schon mal den connecteden Erfolg hatte und gehen da erstmal direkt weiter drauf ein. Die LED kann uns also signalisieren, okay, wir sind also jetzt verbunden, beziehungsweise wir lassen die Musik aber auch darüber abspielen. Was aber auch noch interessant ist, das konnten, glaube ich, die Mini-Rigs nicht. Also die Mini-Rig Mini, muss ich mal dazu sagen. Die Mini-Rig 3 können jetzt im Takt der Musik mit der LED flackern. Natürlich jetzt nur in der Farbe, die gerade die Akkukapazität angibt. Ob das jetzt notwendig ist, es ist einfach nur eine Just-for-Fun-Meldung. Das sagt auch selbst die App innen drinne. Wir werden das Ganze gleich sehen. Mini-Rig, Mini, oh mein Gott, Mini-Rig 3 werden uns direkt angezeigt. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder drauf, gehen auf die App und öffnen die App an der Stelle. Gehen dann direkt mal auf Zulassen und wenn wir das Ganze dann zugelassen haben, sehen wir auch schon, dass wir mitten im Menü sind. Jetzt könnten wir direkt vom Telefon Musik gespeichert abspielen, gehen auf Informationen, sehen erstmal, was absolut los ist. Hier sind die ganzen Informationsanleitungen und Links. Der hat jetzt gerade 40%, vorhin hat er auch noch 30% gehabt, hat sich anscheinend selbstständig aufgeladen. Wie er das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht waren es aber auch nur 39% und dann zeigt er das an. Es ist nämlich nicht so, dass die Prozent jetzt auf 1, 2, 3, 4, 5 gehen, sondern alle 10er Schritte werden erfasst und mit der passenden LED-Farbe dargestellt. Das also so erstmal dahin gesagt. Dann haben wir noch einen Pairing-Modus, wir haben noch einen Lautlos-Modus, dann haben wir noch einen Equalizer, den für die Lautsprecher natürlich einstellen können. Wenn wir nur einen verbunden haben, geht das nur für einen. Haben wir die im Pairing-Modus, dann klappt das natürlich auch für beide. So, folgendermaßen, ich habe jetzt hier den Speaker schon mal direkt verbunden. Das heißt, wir sind bei den No-Copyright-Sounds direkt drin. Jetzt haben wir den Multifunktions-Button, den ich ja appgesteuert natürlich noch bedienen kann. Wir hören das mal ganz kurz rein. Lautstärke kann ich hier nicht einstellen, sondern kann ich nur direkt jetzt hier rüber steuern. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil wie gesagt, die Maximallautstärke schon echt sehr hoch ist. Die kann ich jetzt auch hier in der Bude gar nicht anmachen. Da muss ich nochmal einen externen Soundtest liefern. Und zwar dann Outdoor, wo ich dann die jeweils zusammenstecke. Ansonsten müssen wir direkt so schauen, haben wir einen knackigen Sound. Knackiger Sound, wir machen mal kurz einen lauteren Ticker lauter. Das war natürlich noch lange nicht alles, erstmal nicht 100% und der Subwoofer war natürlich auch noch nicht inklusive. Das heißt, wir machen Folgendes, wir können jetzt die Pairing-Eigenschaften noch hochsetzen. Wir machen den jetzt erstmal an, drücken einmal drauf, der fährt sich jetzt hoch. Und dann kann ich das Ganze entweder manuell steuern, indem ich jetzt, also ein bisschen länger drücken natürlich, sonst sagt er uns nur die Akkukapazität, auch ganz wichtig nochmal gesehen. Ich könnte jetzt einen Doppelklick drauf machen, dann sind die im Stereo-Modus, beziehungsweise sie wollen sich untereinander verbinden. Das heißt, der fängt jetzt direkt an und sucht den anderen natürlich. Das heißt,
Nach anfänglichen Komplikationen habe ich es jetzt gerade auch hinbekommen. Ich habe jetzt die Mini-Rig 3 natürlich verbunden gekriegt. Das hat eine Weile gedauert. Woran lag das Ganze jetzt? Und zwar folgendermaßen. Ich musste wirklich beide erstmal in den Pairing-Modus reinbekommen. Das heißt, Doppeldrück hier rechts, Doppeldrück hier links. Oder wir machen das Ganze so, wenn wir den einen Lautsprecher direkt laufen haben und per Bluetooth-Pairing verbunden haben, dann müssen wir das Ganze so machen, dass wir hier oben draufklicken bei dem Link-Up-Mode beziehungsweise bei Wireless Stereo. Darüber können wir die beiden Mini-Rig dann auch zusammenfügen. Das geht dann auch ohne Probleme und dann laufen sie auch im Stereo-Modus, wie wir jetzt hier direkt hören können. Einer rechts, einer links. Ich habe das Ganze mit den No-Copyright-Sounds direkt mal ausprobiert. Lässt sich jetzt auch per App steuern. Ich habe jetzt einfach die Musik nochmal direkt aufs Telefon draufgezogen, dass ich die im Hintergrund steuern kann, nicht immer mit der YouTube-App hin und her schwurfen muss. Was ein bisschen kompliziert ist, das ist mir bei den Mini-Rig Mini damals auch schon aufgefallen. Manchmal haben die hier einen Systemfehler und müssen sich per Hard Reset zurücksetzen lassen. Dafür einfach 10 Sekunden hier oben drauf drücken und dann fahren die sich wieder runter und starten dementsprechend auch nochmal neu. Und dann gibt es auch kein Problem mehr. So hatte ich es jetzt gelöst. Ich habe sie einfach in den Hard Reset Modus nochmal reingebracht und kann dann auch ganz normal hin und her switchen. Das heißt, wir machen folgendes, wir lassen sie im Stereo-Modus laufen, gehen dann wieder auf Standalone. Jetzt ist der linke, ist der Hauptlautsprecher, der verbunden war, der rechte funktioniert jetzt nicht mehr, das heißt, der ist aus. Jetzt ist es nur der eine Lautsprecher und jetzt muss ich das Ganze wieder so drücken, dass der gleich in den Pairing-Modus reingeht, das heißt, der blinkt dann so. Den kann ich so per App direkt reinbringen, falls der weiter entfernt ist. Dann piepen sie beide und im Idealfall funktioniert es, dass sie beide stereomäßig wiedergeben können. Kurze Tonaussetzer sind normal, ist bei mir auch gang und gäbe gewesen in der Anfangszeit und dann fangen sie sich auch beide wieder. Ab und zu hatte ich es mal so, dass ich ein ganz krasses hohes Summen dabei hatte, so mehr so ein Fiepen und dann hat die Membrane da drin echt angefangen zu wackeln, dann musste ich ein Hard Reset machen und dann geht das Ganze wieder. Das ist aber irgendwie nur am Anfang der Einstellungsmöglichkeiten so gegeben. Ja, apropos Einstellungsmöglichkeiten, da wollte ich nochmal direkt drauf eingehen und zwar, wir haben ja jetzt hier den Power Saving Mode, den habe ich jetzt im Moment ausgestellt. Hier steht dann nochmal Folgendes darauf, wir müssen den Bass reduzieren, damit wir dann dementsprechend auch längere Akkulaufzeit haben. Wir hören mal direkt rein, wie sich das so anhört. Lautstärke ist gerade nicht so hoch, also unter der Hälfte. Machen wir mal so diesen hier. Und wenn wir dann den Bassmodus erreicht haben, dann werden wir das Ganze mal einstellen mit dem Power-Saving-Mode. Mal hören, was dabei rauskommt. Bassmodus ist da. Wir probieren das Ganze aus mit dem Power-Saving-Mode. Hört sofort, der Bass ist weg. Und da ist auch wieder da. Also man muss es ein- und ausstellen können, wie man möchte. Ich würde es jetzt so lassen, dann ist halt die Akkulaufzeit etwas geringer. Der Power-Saving-Modus ist dafür geeignet, wenn wir den Subwoofer direkt mit dran haben. Das probieren wir uns dann hinterher nochmal direkt aus. Und ansonsten können wir noch mehr einstellen. Gucken wir nochmal rein. Also ich finde, man hört deutlich den Unterschied. Ansonsten haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, dass wir das Ganze steuern können. Einmal Play, Pause oder Skip den Track, wenn ich das jetzt hier mit der kleinen normalen LED anpasse. Wir können das automatische Abschalten nach 30 Minuten anordnen. Das habe ich jetzt so drinnen gelassen. Ansonsten gibt es jetzt hier noch die Standby-Modus. Und zwar, wenn wir die Mini-Rig jetzt hier dazu in den Standby-Modus direkt versetzen wollen, geht das ganz einfach per App. Ja, ansonsten, was haben wir hier? Aux-Mode and Power-Saving. Das ist ganz einfach nochmal hier mit dem automatischen Amplifier, was jetzt hier den Stromsparmodus, sage ich mal so, aktiviert. Und wir können die LED sogar dimmen. Gucken wir mal rein, sieht man bei beiden gleich. LED kann ich hell und dunkel stellen, ist einfach nur jetzt, es geht einfach. Es ist just for fun, die App steht ja auch hier selber noch drin. Ansonsten, die VU-LEDs wollen im Takt der Musik tanzen. Das wollen wir uns natürlich auch mal anschauen. Dementsprechend müsste ich das Ganze aktivieren, wenn das nächste Lied angegangen ist. So, dann sehen wir, sie dimmen sich schon langsam runter und wenn das Lied dann natürlich dementsprechend fortfährt, dann fangen sie an zu wackeln. Jetzt habe ich eine wunderbare Stelle gefunden und zwar, wo die LEDs im Takt der Musik mitschwingen, ist auch nur just for fun. Wir können das Ganze natürlich rausstellen oder einfach im Takt der Musik einfach mitschwingen lassen. Wenn ich die jetzt dimmen wollte, passiert dann natürlich nicht viel. Ich gucke gerade mal rein, dann sieht man gar nichts mehr. Das heißt, die dimmeren LEDs müssen ausgeschaltet sein und dann kann ich das Ganze wieder auf den Musikgeschmack
einpacken. Ja, ansonsten Factory Reset lässt sich direkt auch von der App aus steuern. Ich habe es direkt jetzt mit dem langen Drücken über den Power-Button ausprobiert. Das funktioniert auch ohne Probleme. Und ansonsten haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit, die Töne zu deaktivieren oder zu aktivieren. Auch hier weiterhin ist oben der Akkustand direkt jetzt erstmal so mit drin. Kein Problem an der Stelle. Ansonsten unter Informationen finden wir nochmal alles, was wir jetzt hier so direkt brauchen, und zwar den Mini-Rig-Guide. Da ist also sozusagen eine PDF-Datei noch direkt mit drin, die uns jetzt hier direkt ermöglicht oder alles zeigen möchte, was jetzt hier die Bedienung der Mini-Rig einzeln nochmal ist, was ich euch jetzt hier gerade schon mal direkt erklärt habe und was da noch extra erklärt werden muss. So, da öffnet sie sich auch schon direkt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze nochmal im Troubleshooting zu erklären. Können wir auch reinzoomen. Auch hier wird nochmal ganz gut erklärt, wofür die einzelnen Sockel sind. Wir werden uns das ja gleich nochmal in Verbindung mit dem Subwoofer anschauen. Wer sich eigentlich schon die ganze Zeit gewundert hat, warum wir hier eigentlich einen Low-Gain- und einen High-Gain-Anschluss dran haben, das ist ganz einfach. Und zwar der High-Gain-Anschluss kann 6 Dezibel mehr Lautstärke rausgeben als der Low-Gain-Anschluss. Und wenn wir das Ganze im Bluetooth-Modus so laufen lassen, brauchen wir bloß einmal direkt draufdrücken. Und wir hören, wie der Modus wechselt. Jetzt bin ich gerade im Low-Gain-Modus drin. Wenn ich jetzt erneut nochmal drauf drücke, dann bin ich im High-Gain-Modus. Man hört es, dann geht er sofort wieder höher von der Lautstärke her. Und die Endlautstärke ist dementsprechend auch höher um 6 Dezibel als im Endeffekt der normale Standard. Die Standardeinstellung. Nochmal ganz schnell nebenbei, was auch interessant ist für den einen oder anderen, warum gibt es eigentlich kein USB-C oder kein Micro-USB oder Mini-USB? Weil Mini-Rig ansonsten der Meinung ist, dass sich ja die Standards alle paar Jahre überwechseln, beziehungsweise Mini-USB von Micro-USB und Micro-USB von USB-C abgelöst worden, bleiben die bei den altbewährten Rundsteckern. Dementsprechend gibt es hier keine USB-Anschlüsse und die bekommt man immer und die gibt es auch bei ganz vielen Geräten. Das ist so das A und das O. Ja, so viel eigentlich nochmal dazu. Zu den Anschlüssen. Jetzt wird es nochmal ganz interessant, wenn wir das Ganze nochmal anschließen im Stereo-Modus bzw. im Single-Modus an einen Subwoofer. Was mir gerade übrigens nochmal aufgefallen ist, wenn ich von Low-Gain in High-Gain gehe, sieht man übrigens, dass die LEDs dementsprechend auch heller und dunkler werden. Das ist ja auch nochmal eine ganz interessante Sache. Das heißt, wir drücken direkt wieder drauf und gehen dann direkt in den, also vom High-Gain wieder in den Low-Gain-Modus. Wie jetzt zum Beispiel, und dann dimmen sie sich einfach wieder runter. Das ist also noch die große Aktion, die die beiden so untereinander noch pairen können. Weiterhin ist es natürlich auch noch möglich, dass wir hier einen eigenen Equalizer einstellen, der natürlich den Bass hervorhebt oder natürlich auch nochmal die Treble-Töne. Wenn die ganzen jetzt im Stereo-Modus laufen, ist das natürlich umso besser. Ja, ansonsten haben wir jetzt hier noch die Möglichkeit einzustellen, wer A und wer B ist, damit wir dementsprechend wissen, mit welchem Mini-Rig wir uns verbunden haben. Dazu müsste man natürlich unter Einstellungen direkt den Mini-Rig nochmal umbenennen, damit wir das dementsprechend auch wissen, wo wir dann links und rechts hinterher haben. Ja, ansonsten ist der Klang wirklich hervorzüglich, ja, an der Stelle muss man mal einfach so sagen. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal in Verbindung. Nochmal direkt ein kurzer Vergleich zwischen Low Gain und High Gain. Ich habe das Ganze jetzt nochmal angestöpselt. Der ideale Ausgang für den Subwoofer ist natürlich immer der hier. Das heißt, da werden die meisten tiefen Töne drüber transportiert. Und ich habe dann auch einfach den direkten unteren Low Gain Ausgang jetzt hier benutzt, um natürlich die tiefen Töne perfekt zu transportieren. Was interessant ist, wenn ich jetzt das Ganze nochmal so probiere, dass ich jetzt hier nochmal direkt drauf drücke, können wir das hören. Dann ist jetzt hier der High-Gain-Modus natürlich aktiv und das Ganze wird jetzt hier den Hochton abdecken. Und hier kommt jetzt der Bass drüber, wenn ich das Ganze wieder drücke in den Low-Gain-Modus. Dimmt sich die LED wieder runter und wir sehen dementsprechend, was da auf jeden Fall los ist. Schon mal eine spannende Sache. Auch hier von den No-Copyright-Sounds nochmal direkt ein bisschen, wo der Bass direkt mitspielt. Die tiefen Töne am Anfang sind auf jeden Fall gut wahrnehmbar. Interessant wird das Ganze, wenn wir ein bisschen weiter reinsetzen. Sag mal, irgendwo. Da ist eine schöne Stelle, da hört man das. Jetzt mache ich den High-Gain-Modus nochmal an. Wir sind gerade mal ein bisschen über der Hälfte der Lautstärke, das heißt, sie können noch viel lauter. Subwoofer ist also einer aktiv dabei. So, und dann hören wir direkt jetzt wieder hier, wie das Ganze zurückgeht. Echt ordentlich, muss ich sagen. Da hört man, wie schön der High-Gain-Modus da wieder was rausrockt. Da ist, denke ich mal, schon viel Potenzial dahinter. Wir werden uns das Ganze natürlich nochmal im Outdoor-Soundtest direkt nochmal anhören. Also der Subwoofer macht hier auf jeden Fall schon mal gut Welle. Wenn ich den jetzt natürlich hier überall nochmal umstecke, wir werden das gleich nochmal im Vergleich hören.
nimmt sich fast nichts. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen lauter. Mal gucken, wenn ich den jetzt nochmal hochpitche. Der Bass ist auf jeden Fall schön knackig und rund. Schöne Bassgitarre dabei. Kann man wirklich also so an sich gar nicht meckern. Doch, also wenn ich den natürlich hier vorne reinstecke, da ist auf jeden Fall wesentlich weniger Bass dabei. Das bringt mich nicht viel weiter. Da muss ich auf jeden Fall hier direkt reingehen und den Subwoofer mit nutzen. Hier haben wir nochmal eine schöne Stelle, wo man den Bass wunderbar schön hört. Ich kann natürlich auch die beiden Mini-Rigs jetzt über Kabel verbinden, wäre jetzt allerdings Quatsch, da dann der eine nur noch passiv läuft, wie sich das Ganze anhört. Mal kurz mal hier reingehört, das ist kaum wahrnehmbar, der stellt sich dann zwar an, aber hauptsächlich läuft der hier definitiv und der hier bringt einfach nur so ein bisschen Musik nebenbei im Hochtonbereich, aber er läuft halt nicht aktiv, das geht dann halt nur direkt im Bluetooth-Pairing-Modus, im 2.1-Modus mit Subwoofer oder 2.2-Modus, zwei Subwoofer und natürlich einfach nochmal zwei Mini-Rig 3. Ich habe das Ganze jetzt nochmal hier probiert, direkt mit einer schönen Equalizer-Einstellung, da hört man es ganz gut. Ich mache mal ein bisschen lauter und jetzt den Subwoofer mal voll hervorheben. Also da hört man schon, der hat auf jeden Fall gut Dampf. Den Subwoofer würde ich jetzt immer, natürlich, wenn ich den Subwoofer angeschlossen habe, würde ich den Bass natürlich immer auf Maximum schrauben. Das hört sich einfach besser an. Jetzt habe ich das Ganze nochmal probiert im Low-Gain-Modus, während der Subwoofer mitarbeitet. Und jetzt gehen wir mal in den High-Gain-Modus rein. Da klopft auf jeden Fall der Mini-Rig 3 schon mal definitiv richtig gut mit. Man sieht auch hier, wie die Membrane direkt drinnen vibriert. Ist schon eine ordentliche Ansage, muss ich definitiv mal so sagen. Also da kann man definitiv mit dem Equalizer gut was rausholen. Und ich denke mal, das soll es an der Stelle gewesen sein. Das sind auf jeden Fall die Mini-Rig 3 inklusive Subwoofer jetzt oder exklusiv Subwoofer, je nachdem, wie man das System jetzt an der Stelle erwirbt. Ich muss sagen, die haben echt unheimlich viel Dampf und es macht unheimlich viel Spaß damit, Musik zu machen, wenn das Ganze denn erstmal so funktioniert, wie es soll. Kurz nochmal zum Stand der Dinge. Natürlich sind die nicht ganz günstig. Die Mini-Rig 3 kosten derzeit mit Subwoofer etwas mehr Geld. Das muss man an der Stelle jetzt mal ganz klar sagen. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem sein Geld wert. Das muss man natürlich immer sagen, wie man will, ob man das Geld so anlegen möchte oder nicht. Ich finde, die sind auf jeden Fall top, muss man sagen. Natürlich, was erwartet man dann auch hier für 120 oder 150 Euro pro Speaker. Aber wenn dann alles so läuft, wie es ist, ansonsten Hardware-Reset ausführen und dann laufen die Dinger wie eine 1 und machen auch gut Musik. Tja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Link ist unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Video. Liken, teilen. Bis dahin. Auf Wiederschau.